Na, MJ? Alles fit? Unruhige Fahrwasser. Kapitel 5. Ah, endlich, endlich das vierte Kapitel abgeschlossen. Yay. Hat mich ein bisschen gestresst, das Kleine. Und dasselbe passierte auch in Ja. Guyenne? Die Ratten. An Der sich Biss, der gut. das Blut vergiftet. Es schien so weit weg von uns. Lieg halt nur ein bisschen hier und zock. Auf Schmerztabletten. Was will man machen? Vogel, warte. Hey, du hast geträumt. Sind wir da? Nein, aber bald. Bald. Bald bist du groß. Und dann haust du in den Turbogang rein und ab geht's. Ich bin nicht werbungsgeschädigt. Hast aber nicht viel geschlafen, ne? Hast du erst um 3, glaube ich, aufgehört. Sieh da nicht hin. Wieso? Sie bleiben doch sowieso da. Es ändert überhaupt nichts. Hugo, du hattest einen Anfall. Ich will nicht nach Marseille. Viele Menschen sterben, du weißt das. Mutter will, dass du. Nein! Die Insel. Dort muss ich hin. Da kann ich geheilt werden, Amicia. Wir können sie finden. Bitte. Niemand hört zu. Mutter wusste, dass es mir nicht gut geht. Doch der Magister hat es abgetan. Er sagt, es sei ein Test. Mutter und er meinen, sie wissen alles, doch sie wissen gar nichts. Menschen sterben, meinetwegen. Hey. Ich weiß. Nicht viel, ja. Ich will wirklich nur dein Bestes. Also noch gar nicht. Versprochen. Und dann haut es sich später wieder um und dann ist sein Rhythmus wieder im Sack. Lukas, besuchst du Gespannt. mit Hugo den Kapitän? Gern. Ich konnte nicht Er wird pennen. euch zeigen, wie man das Boot steuert. Also ich finde die Storyentwicklung Fragen, hier ob er gerade uns sehr Knoten schön. beibringen kann. Und vielleicht lässt er uns sogar ans Steuer. Ja. Solltest aber schlafen, ne? Nur so am Rande. Wir müssen ihn beschützen, Amicia. Du willst ihn nur wieder einsperren. Das ist nicht dasselbe. Du hast gesehen, was passiert. Der Orden hat Mittel und Experten. Sie wissen, was zu tun ist. Okay. Das ist nur passiert, weil du und dieser Vaudin so schlecht zu Hugo wart. Mutter, ihn wegzusperren und ihn weiter zu quälen, wird ihn am Ende noch umbringen. Er ist ein Kind, er ist ein Opfer von all dem hier. Er ist mein Kind. Wir sind keine Feinde, Amicia. Hey, Ich Ellie. weiß, du liebst Hugo und euch verbindet etwas, das ich nie verstehen kann. Aber bitte öffne deine Augen. Das Geschehene wird sich wiederholen. Du hast recht. Du verstehst es einfach nicht. Ah, der Schutt. Hier ist jede Menge davon. Ja. Oh. Ellie, wie geht's Ich werde dir? mal nachsehen. Ja, wenn ich könnte, würde ich es tun. Ja, dein Rhythmus ist ja halt dann wieder komplett im Arsch, ne? Du gestern Abend oder heute früh so schön gesagt hast. Ich weiß, was los ist. Na, dann kümmern wir uns darum. Na schön, Kinder. Dann leg mal los. Ja. Wir räumen mal wieder auf. Du kannst wieder rein, wenn du willst. Nein, ist schon gut. Ich lass dich nicht hängen. Das weißt du doch. Fürs Erste bringen wir das Boot in Bewegung. Es ist noch nicht vorbei. Ja, na los. Dankeschön. Ich lass dich nicht hängen, sagte der Henker. No? Das mit der Schlaferei. Ja. Mein Rhythmus ist. Sieh mal, unterm Rumpf ist jede Menge Schutt. Relativ. Sollen wir den wegräumen? Das würde zu lang dauern. Wir könnten es runterschieben? Gut, versuchen wir es. Fertig? Ja. Ist relativ im Arsch, ja. Dann schieb! Ihr müsst nachkommen! Was? Hier. Oh, guck mal, da ist eine Leiche. Und da ist eine Lache. Ja, Komm, super. Wir suchen uns einen anderen Weg. Ich hoffe, Joseph kann das Boot anhalten. Ja, wenn du einfach mal pennen würdest, wäre der Rhythmus definitiv im Arsch. Und ich habe keine Waffe dabei, oder was? Willst du mich verarschen?
Hallo? So viele sind tot. Ja. Das haben sie nicht verdient. Eine Tragödie. Ich hätte nie gedacht, dass... Dafür ist es jetzt zu spät. Aber diese Insel. Hugo sagt, dort wird alles gut. Also ist es so. Wie? Die Frage ist, wo? Wir müssen sie finden. Was ist mit eurer Mutter? Mir egal. Aber du musst dich für eine Seite entscheiden. Sie ist meine Magistra. So, Sekunde. Mir geht's auch so lala. Ich habe halt Schmerzmittel genommen. Also Fuß ist erst einmal soweit Arsch. Braucht halt viel Ruhe. Viel Pause. So. Aber sonst geht's mir gut. Kann ja nichts werden mit den Games, sind alles Franzosen. Ja, aber gegen Amicia möchte ich mich eigentlich nicht auflehnen, weil die pumpt dich um. Die kennt nichts. Die nimmt irgendwas und da rammt es die irgendwo rein. So, ah, da ist Loot. Loot ist gut. Ich habe nämlich nichts mehr. Nimm ihn aus dem Arsch, dann tut der Fuß auch nicht weh, ja. Wenn es so einfach wäre. Diese Stille. Wenn ich sage, versuchen wir es mal hier, ne? Dann gehe ich also mal hier da lang. Warum darf ich meine Schleuder nicht verwenden? Ah, da geht's weiter. Okay, dann gehen wir doch für den anderen Weg. Ich will alles hier nach Möglichkeit erkunden. Ich brauche Loot, ich brauche Material. Ich habe fast nichts mehr. So, das wird schon, das wird schon. Ich bin ja in dieser komischen Halterung gefangen. Ach du Scheiße, was ist das? Keine Panik. Da rührt nur ein Hirsch, glaube ich. Oh Gott, die habe ich ganz vergessen. Die Paarungszeit kann nichts dafür. Anscheinend hat sich für die nichts verändert. Die Natur ändert ihre Regeln nicht. Dieses Chaos ist ein Teil von ihr. Irgendwie. Nur, dass die balzen, während wir versuchen, nicht zu sterben. Stimmt. Ja. Oh. Gehen wir zurück. Nach dir. Okay. Ah. Wieder was entdeckt. Der röhrende Hirsch, die balzen. Hier ist ein Weg. Dieser Weg wird nicht einfach sein. Ja, das ist mein Fuß. Bis zum 20. bin ich erstmal krankgeschrieben. Das heißt, wir können hier in Ruhe durchzocken. Wir können God of War in Ruhe machen. Und ich muss halt nebenbei noch pausieren. Ja. Das brauchen wir mehr. Ach, guck mal. Mein Gott, es sieht von oben noch schlimmer aus. Das stinkt ja widerlich. Was wir rufen die mich die ganze Zeit? Wegbringen. Hey, sie sind da oben! Amicia, was ist das? Oh nein, 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 nein! Was zur Hölle? Da sind sie! Sie sind schon hier? Ja. Scheiße! Bleib weg! Wow, da kommen sie. Finde einen Weg, um ins Boot zu kommen. Nein. Sind in Sicherheit, glaube ich. Ich muss die Ratten ausmischen. Ja, ich auch. Im wahrsten Sinne des Wortes. Keine Sorge! Ja, aber die Ratten. Wir kommen schon zurecht, sind unterwegs. Also, wo fangen wir an? Auf der anderen Seite sind Feuerbecken. Ja. Da haben wir noch Topf und da haben wir noch Loot. Das ist nett. Das ist sehr nett. Oh, wir könnten wieder aufwerten. So. Okay. Was dieser Heuballen das? Brennt bestimmt gut. Ja. Aber der verbrennt schnell. Ja, das befürchte ich auch. Komm schon, lauf! Stress. Immer dieser Stress in dem Spiel. Schnell, schnell, schnell das mach. Das wäre schon mal geschafft. Wir sind umzingelt. Es muss doch irgendwie gehen. Ja, das wird schon. Die Kräne. Ja. Wenn die eigentlich darf ich nicht zugucken. Können, dann... Der da hat eine Kurbel. Wir sollten es versuchen. Ja.
Musste ich jetzt nicht spoilern lassen. So ist es nicht. Aber ich bin auf jeden Fall schon im fünften Kapitel. Also die ersten Kapitel hast du definitiv schon verpasst. Es funktioniert. Das Heu bewegt sich. Ja, das so kommen wir vielleicht rüber. Es muss ein Gegengewicht geben. Ich kümmere mich um den Kran und du dich um die Schleuder. Na gut, ich gehe rüber. Viel Glück. Lukas, du bist dran. Geht klar. Hast du das Loch gesehen? Was die mittlerweile können? Sie haben eine Stadt eingerissen. Und das wird wieder passieren, wenn wir Hugos Gefühle ignorieren. So. Okay. Oh, das Heu reicht nicht. Ja. Das ist schlecht. Ach so. Ah. Oh, shit. Ich hab nicht mehr so viel. Das heißt, ich brauche Heu und dann müssen wir noch den Topf machen. Wird. Ja, genial. Ja. Ich bin einfach ein Jamie Lee Fox oder was auch immer. Ich finde es echt etwas lästig, dass die Charaktere einen alles vorkauen. Ja. Sie versuchen, mit dir zu interagieren. An sich jetzt noch nicht so schlimm. Hier kommt's! All das nur, um nach Marseille zu kommen! Ist es aber vielleicht wert? Ist es nicht! Und Hugo glaubt auch nicht mehr daran! Ja, ich kann ihn leider gut verstehen. Ach komm. So. Oh Mann. Jetzt steht er da hinten rum. Bin da! So ist's gut. Alles klar. Hier komme ich. Achso. Ah, er macht das selbstständig. Das ist gut. Wir sind auf dem Weg, Hugo. So. Er hat immer noch Angst. Ich muss schnell zu ihm. Er hat eine Mutter. Sie ist verblendet, Lukas. Das weiß er. Na gut, dann sollten wir schnell zum Boot zurück. Wir benutzen noch mal den Kran. Ja. Ja. Dann mach du das mal hier. Eine Aufgabe für dich, Lukas. Na gut. Amicia, du solltest mir sagen, was du davon hältst. Von was? Von der Insel. Ich kenne dich. Wie gesagt, entscheide dich für eine Seite. Fertig! Sag, wenn ich loslassen soll! Ach du Scheiße, das heißt, ich muss mit dem Ding rumrennen. Jetzt! Ich lauf los! Komm schon, schnell! Hier, fang! Schleuder's auf den Boden und lauf zur Treppe! Oh, was ist das? Schnell! Das hält nicht lang! Weg da! Haut ab! Das mögen sie nicht! Cool! Praktisch! Was war das? Pyrit, ein Mineral! Nice! Hat mich unterwegs aufgesammelt. Hat mir das Leben gerettet! Danke! Ich dachte, da kommen nur Funken. Aber das... Ich brauche mehr. Dann halte danach Ausschau. Ja, mehr ist da hinten. Ach du Kacke. Ah, die Möglichkeiten, die das Spiel bietet, finde ich gut. Diese
Interaktion untereinander ist natürlich maximal etwas anstrengend manchmal. Halt durch, Lukas! Aber solange sie hier nicht hochklettern. Was machst du jetzt da? Nichts oder was? Ach so, ich muss das. Ach, komm jetzt. Bis dahin, oder? Und dann auch noch was werfen. So viel Feuer habe ich gar nicht mehr. Ihr habt euch das aber gut überlegt hier. Okay, ich muss bis dahinter. Und dann werfen und dann schauen, dass er darüber kann. Wow. Stress. Das ist Stress. Und keine Holzstecken irgendwie, um das Zeug in Gang zu setzen. Der Kran bewegt den Heuballen. Könnte hilfreich sein. Hallo? Geschafft! Gut gemacht! Und wie komme ich jetzt zu dir rüber? Ja. Mit dem Netz? Ist doch klar. Ist doch sonnenklar. Aber erstmal brauche ich hier. So, wie kriege ich das Netz zu dir rüber? Jetzt darüber oder muss ich hier irgendwo interagieren? Okay. Dann muss ich wahrscheinlich. Und da oben irgendwie. Gut. So, ne, dass ich dann gefangen bin, ne? So, von da hinten. Oder muss ich ihn erst drüber holen? Okay, Alt-Interaktion gibt es noch nicht. Also ich kann ihm keine Befehle geben. Gut. Dann gehen wir mal davon aus, dass ich da hin muss. Beschwert sich auch noch nicht. Hey, ich komme doch gar nicht zu dir. Tja. Simpel. Also. Kling und die Leiter ist da. Perfekt. Location. Ich muss darauf kommen. Läufst du 3 Meter weiter? Ich muss irgendwie die Leiter runterlassen. Ja, manchmal nervig, aber auch irgendwo ein Stück weit. Ja. Um den Story-Vorgang ein bisschen zu beschleunigen. Ganz so schlimm finde ich es nicht. Sie reden dafür auf jeden Fall zu wenig. Aber manchmal ja, schon ein bisschen bei klaren Dingen und so weiter. Also unklaren Dingen wie jetzt ist es eher so, da wäre jetzt ein Tipp vielleicht so maximal leicht hilfreich.
Okay. Oh, da ist was. So. Ach, da, guck mal. Und mehr Leitern. Irgendwie können wir oben gerade nicht viel machen. Ohne deine Hilfe schaffe ich es nicht. Ja, ja, ich bin doch schon da. Rein Meichele. Das sind irgendwelche Gewichte. Schon überlegen, wie ich dich da rauskrieg. Und Junge, ja, auf die Interaktion freue ich mich wieder sehr. Ach, da wäre eine große Truhe. Ihr Schweine! So. Ja, so eine gewisse Interaktion ist schon geil. Wie kriege ich ihn jetzt darüber? Freue mich auf jeden Fall sehr. Oh, was machen wir denn hier? Mal sehen, was sich machen lässt. Wenn wir schon mal da sind. Wir können bald aufrüsten. Uns fehlt bloß noch dieses Aufwertungs-Equip. Gott. Okay, ich würde sagen, es hat irgendwas mit der Fackel zu tun. Was haben wir denn hier? Ja, komm, mach schnell. So viel Zeit haben wir nicht. Oh. Oh Gott. So, okay. Das ist schön, dass wir das geschafft haben. Das freut mich. Wie gesagt, no, bei so kniffligeren Dingen, da halten sie halt die Klappe. Sie nehmen dich nur an der Hand bei relativ klaren Dingen. Ja. Minimal frustrierend, aber es gibt noch genug zum selber entdecken. Rausfinden. Von daher nehme ich es gelassen. So, da ist der rote Schal. Das heißt, wir haben hier irgendwo wieder einen leichten Hinweis. Der rote Schal war nämlich schon mal da. Der ist nicht einfach so da. Da wird sich der Level-Designer schon irgendwas bei gedacht haben, den da aufzuhängen. Ist, ich komme noch nicht dahinter, was hier hinten kann ich nicht. Ach, hier darf ich meine. Okay, interessant. Ein Messer, nice. Wir können wir jemanden abstechen, wenn er mir auf den Keks geht. Ja, ja, ich sage ja, Amicia sollte man nicht ärgern. Die macht auch kurzen Prozess, wenn es sein muss. Okay, hier darf ich meine Schleuder also nicht verwenden. Den Sinn hinter diesem Unsinn muss man nicht verstehen. Kann ich die Leiter zufällig irgendwie... Nee, kann ich nicht. Sie ist leider nicht so sportlich, dass sie da irgendwie so sich rüberschwingt. Ohne deine Hilfe schaffe ich es nicht durch die Ratten. Alt-Interaktion geht nicht, okay. Keine Ahnung, was du von mir willst gerade, Kollege.
Okay, weil ich komme auch nicht mehr zurück. Aber ich kann hier was machen. Ah, guck mal an. Man muss nur ein bisschen gucken. Und dann fällt es einem wie die Schuppen von den Augen. Ne? Jetzt aber schnell hier. So. Ah, jetzt hier. So, wo ist er jetzt? Da ist er. Ja. Ja. Okay, wie soll ich den Kollegen jetzt hier rüberkriegen? Vor allem steht er so schön darum. Da geht auch nichts. Okay. So. Ah. So, wir können auf jeden Fall was herstellen, das ist schon mal was. Okay, ich kann nichts in Brand setzen. Außer jetzt den Heuballen da, oder? So, wie kriege ich den jetzt darüber? Der steht da rum, wie stellt er den abgeholt? Und der Ballen ist irgendwie leer. Wie kriege ich den voll? Das ist die Frage aller Fragen. Ich könnte jetzt darüber und dann darunter. Schaffe ich es nicht durch die Ratten. Gute Idee. Was? Ja, was hat es damit auf sich? So muss ich in die Stecken zu werfen. Das kann sein. Hallo, würdest du bitte? Okay, probieren wir's. Probieren wir's. Es kann nur schief gehen. So, haut ab. Okay. So wird es klappen. Ja, guter Wurf. Gut gefangen. So, ich bin dran. Ja, dann mach. Oh je. Du schaffst das. Lauf einfach weiter. Du ja. Schaffst das. Sind nur Ratten, stimmt's? Richtig. Das kenn ich doch schon. Ja, worauf warte ich dann? Na los, los, ja! Nicht denken, rennen! Nicht denken! Ah! Ja, du bist ziemlich schnell! Ja. Ach, wenn dein Leben davon abhängt, kannst du richtig schnell werden. Nichts über. Gute Motivation. So. Hier ist noch ein Heuballen. Ich zünd ihn an und dann los! Alles klar! Bleib, okay. Wo du bist! Jetzt! Komm schon, na los! Ich bin doch schon da. Geschafft. Und wir haben es geschafft. Übrigens, ich mag deinen Kampfschrei. Wow. Das war irgendwie leichtes Mobbing. Damit kann ich schneller rennen, glaube ich. Gut. Fast geschafft.
Durchatmen. So, jetzt haben wir es. Ich versuche es. Jetzt haben wir auf jeden Fall viel geschafft. Boah, hau ab. Okay. Echt jetzt? Ich habe keine Tontöpfe. Das ist schlecht. Warum habe ich keine Tontöpfe? Warum steht hier nicht zufällig irgendwo ein Tontopf rum? Das wäre gerade echt praktisch. Ich dachte, ich habe einen. Weil wir müssen da irgendwie durch. Ach. Wir machen es einfach so. Altbewährt. Geht auch. Gut, wir sind fast da. Ich hoffe, in Marseille ist es besser. Wenn Haut Gordon ab. Ihn in die Finger kriegt, ist es zu spät. Die sind nicht alle wie Vaudan. Haut ab. Das Risiko Weg. Können wir aber nicht eingehen. Ui. So oder lei, meine Freunde. Was haben wir hier? Ah. Ja, da hätten wir auf jeden Fall jetzt zwei zahlen müssen. Das heißt, da waren wir schon mal nicht weiter. Die starke Frau hebt an. Und jetzt? Ach so. Ja, ey, der ist stark. Der hat es mit einer Hand oben gehalten. Ich hatte Angst. Hey, du kennst mich doch. Ich komme immer zurück. Habe ich ihm auch gesagt. Ich bin trotzdem froh, dass es euch gut geht. Ich störe ja nur ungern, aber wir müssen weiter. Und die verdammte Kette ist im Weg. Wir kümmern uns drum. Ja, ja, und dann müssen wir wieder rennen wahrscheinlich. Schwefel gratis. So was finde ich nerviger, dass du erst eine Interaktion starten kannst. Mal sehen, was sie macht. Sie steuert eine Fähre. Wir brauchen keine Fähre. Die Kette muss weg. Auf unserer Seite ist nichts. Völlig verrostet, glaube ich. Vielleicht auf der anderen. Ich kann ja die Fähre nehmen. Unter dem verdammten Steg ist irgendwas. Scheint die Kette zu blockieren. Wie kommen wir da runter? Wir finden eine Lösung. Echt jetzt? Jetzt durchs Wasser wird. Mach mal du hier. Lukas, das übernimmst du. Natürlich. Natürlich, my lady. Schauen wir mal. Ich wüsste auch, warum er so stark ist. Vielleicht auf der anderen. Ich kann ja die Fähre nehmen. Welche Fähre? Welche Fähre? Hier ist keine Fähre. Oder muss ich wieder raus? Okay, raus kann ich schon mal nicht. Okay, da können wir auch nichts interagieren. Kann ja die Fähre nehmen. Da komme ich auch nicht. Ne? Doch, da komme ich durch. Ich glaube, der Karren steht im Weg, Amicia. Du bist ein schlauer junger Mann. Mach du das mal hier. Schaffst du das, Lukas? Sofort. Sofort, und? My Lady. Ist da ein Durchgang? Da ist ein Loch. Ich gehe rein. Ja. Boah. Alles in Ordnung? Ja, ja. Alles gut. Alles super. Nein. Nein. Ist schon gut. Keine Sorge. Also. Tut mir leid. Von wegen aktiviert Abwehrkräfte, ne? Das aktiviert Abwehrkräfte, sowas von. Bitte nicht. Tut mir leid. Ich muss. Bitte. Verzeih. Es muss
leider sein. So, versucht's jetzt mal. Und? Du hast es geschafft. Ich bring die Fähre zu dir. Ja, bitte. Komm zurück. Bin unterwegs. Das war bestimmt schrecklich. Ja. Komme ich von da direkt drauf oder muss ich jetzt hoch? Ja, guck mal. Alles in Ordnung? Alles super. Alles super. Sag mir Bescheid. Ja. Bruder muss los, ne? Du kannst aufhören. Klar doch. Tut mir leid, Amicia. Ich hab Angst. Ach nein, es ist nicht deine Schuld. Wie begrüßen sich Gamer? Marcel wird dir gut tun, Hugo. Na? Ich will nicht zum genau Morgen so gehen. Ich weiß. Ein neuester Trend. War nicht nett. Schwachsinn, aber gut. Aber diesmal wird es anders. Seine Inselmutter. Nicht jetzt, Amicia. Na gut. Nicht jetzt. Vielleicht später. So, die Kette muss weg, auf welche Weise auch immer. Siehst du was? Ich suche schon. Ja, ja, ich sehe hier vieles. Hier ist viel Loot. Loot ist gut. Hier muss doch etwas sein. Ja, hier sind Gegengewichte und alles. Kann ich hier auch ins Wasser? Hier kann ich natürlich nicht ins Wasser, ne? Schade. Ich hätte nämlich gern diese Kiste da. Die lacht mich so schön an. Ach komm. Amicia, nein! Doch. Natürlich. Geht's dir gut? Was zur Hölle? Alles super. Sag schon! Mir geht's gut! Hätte mich nur fast zermalmt. Wie soll sie zurückkommen? Die Kette ist weg, aber die Portons auch. Ich docke an der Schleuse bei der Brücke an. Lukas, kommst du dahin? Irgendwie bestimmt. Alles klar, bin unterwegs. Sei vorsichtig. Pass auf dich auf. Ja, ja. Ja. So. Ist doch egal, was mit mir ist. Hier geht's nur um Hugo, Mutter. Ich weiß, du vertraust mir nicht. Aber hör ihm bitte zu. So, ich will jetzt erst einmal da durch. Konzentrier dich. Ich hätte gern diese Kiste. Also quatsch nicht so viel, sondern mach. Mal sehen, was da drin ist. Oh, ich habe zufällig ein Messer und wir können das öffnen. Heißt, wir können ab. Braden, bis zum geht nicht mehr. Gut, dann an die Arbeit. Nein, da drüben ist noch ganz viel. Jetzt. Dann mal an die Arbeit. Werkzeug. Zweimal Werkzeug, das ist gut. Das heißt, wir können entweder zwei platt machen. Und können betäuben. Oder wir machen Geheimtaschen und können dadurch mehr tragen. Das ist natürlich auch, was eigentlich wirklich praktisch ist. Und ein zusätzlicher Topf wäre jetzt auch nicht so verkehrt. Da bräuchten wir drei bruchfestes Werkzeug verwenden, um ihre Ausrüstung kostenlos aufzuwerten. Ach du, da bin ich aber voll dabei. Kostenlos. Hochfestes Werkzeug. Das heißt, wir brauchen nur das Material und nicht mehr. Dann nehmen wir das. Tut mir leid. Das ist zu verlockend. Ich hoffe, ich verstehe das richtig. Aber das ist einfach zu verlockend. Das muss ich einfach ja sagen. Das mal vorher richtig gelesen. Ne? So, da hinten ist die Kiste und wie komme ich da jetzt hin? Dum, da, dum, da, dum, da, dum. Loot ist gut. Also
mit Gas und Spaß, oder wie war das? So. Ich da irgendwie. Ich kann da nicht hin. Wie soll ich denn da hinkommen? Ich hätte jetzt schon gehofft, dass ich da irgendwie hinten rum latschen kann. Das Dach vielleicht? Naja, kann's nicht. So gelenkig ist es dann auch nicht. Gucken wir uns da nochmal um. Muss doch irgendwo einen Zugang geben. Irgendwie, dass du irgendwas raustreten kannst oder so. Nö. Gut, dann nicht. Dann. Schade um die Truhe. Aber ich wüsste jetzt nicht, wie ich da hinkommen soll. Ah. Sprinten ist schon wieder abgeschaltet. Warum? Muss doch einen Grund haben. Oh, da ist auch Loot. So. Was ist das? Pyrit, ja geil. So schaut das also aus. Praktisch. So kleiner vertrockneter Kot an der Wand. Okay. Himmel, das nächste Schlamassel. Wie komme ich darüber? Ganz ruhig. Du bist aufgewühlt und du weißt warum. Genau. Denk jetzt nicht dran. Bleib konzentriert. Komm auf die Insel. Auch ein guter Film gewesen. Mit einer sehr kontroversen Haltung zum Thema Klonen. Aber war gut. Gut, das ist geschafft. Yep. Das ist geschafft. Der Lokomotivführer! Mutter! Ist Lukas noch nicht bei dir? Nein, wir sehen ihn nicht mehr. Aber was macht er denn? Moment. Okay, sind wir da. Nur kurz eine Info von oben bekommen. Okay. Verdammt guter Film. Ja. Okay. War auf jeden Fall durchaus interessant, die Haltung dazu. Okay. Kann ich da wieder hoch? Nein. Mach ich das selbst nicht hoch? Ach, zu hoch. Ich brauche noch einen Karren. Ja. Deswegen ja. Lukas! Deswegen die Frage. Wie soll ich da hochkommen? Oder darüber kommen? Ah. Bin ich da irgendwie? Ah, guck mal. Ich hab's gesehen. Jetzt müsste ich zurückkommen. Ja. Ich mag so Filme und Geschichten, denen es um menschliche Abgründe geht. Ja, der Mensch ist eh. Sagt man es am charmantesten. Los, du schaffst das. Der Mensch ist naturgemäß. Das größte Arschloch auf der ganzen weiten Welt. Komm her, ich brauch dich. Komm her, ich brauch dich. Das ist mal ein schöner Sound. Ja, wieso? Das siehst du doch an der momentanen Situation. So sollte es gehen. Der Mensch handelt nicht. Er diskutiert um seine Vorteile. Der andere Karren hatte die perfekte Größe.
Los geht's. Anstatt dass der Menschheit sich versucht zu helfen, diskutieren sie nur um ihre Vorteile. Vielleicht könnte ich Joseph fragen. Ganz diskret. Das ist einfach das Zeichen, dass der Mensch nicht versuchen sollte, irgendwelche Planeten zu besiedeln, wie Mars oder wen auch immer. Solange er hier unten auf der Erde nicht irgendwie zurechtkommt, hat der Mensch die Füße aus dem Weltraum zu lassen. Ist einfach so. Es kann nur scheiße werden sonst. Hilfe! Was zur Hölle? Oh nein, Arnos Männer! Lasst ihn in Ruhe! Ziel einfach und schieß! Mit dem Griff kannst du nachladen! Alles klar! Loslassen! Wie gefällt euch das? Lukas, alles in Ordnung? Ich zittere am ganzen Körper. Danke. Zu viele Ratten. Ich komme nicht zu euch hin. Amicia, mach ihm den Weg frei. Wie? Präpariere deinen Bolzen mit Ignifer. Feuer auf irgendwas aus Holz. Dann brennen die Bolzen länger. Mach ich. Lukas, ich sag Bescheid, wenn der Weg frei ist. Verstanden. Danke. Das sollte reichen. Der Weg ist schon fast frei. So, du kannst kommen. Ja. So. Brillant, bin unterwegs. Ich bin immer brillant. Ich bin der Beste. Wie geht es dir? Gut. Mir ist zwar das Blut gefroren, aber danke fürs Treffen. Das war die gleiche Gruppe wie in der Arena, Amicia. Was ist in der Arena geschehen? Und wer ist dieser Arno? Er ist ein großes Problem, fürchte ich. Wir müssen weg. Hier haben wir also das berühmte Mädchen mit der Schleuder. Du bist offenbar auch sehr geschickt, wenn es um das Töten meiner Männer geht. Dann los, jetzt! Okay. Ja, die guten Taten gehen leider unter. Das ist schlecht. Was ist los? Wenn du nicht zielst, bist du hinter dem Geschütz in Sicherheit. Was hast du mit denen gemacht? Hab mich nur verteidigt! Amicia, kommst du uns rein? Nein, ich muss Joseph Deckung geben! Ach du Scheiße! Direkter Headshot. Ihr könnt uns nicht mehr aufhalten. Nicht nach all dem. Wer kommt jetzt? Direkt in die Magengrube. Ich habe viel zu viel Spaß daran. Verdammt, sie blockieren uns. Zünd den Karren an. Zünd das Ding mit deinen Feuerbolzen an. Hier geht's nirgendwo hin. Da kommt mehr. Brenn! Jetzt brenn schon! Es dauert zu lang! Ja! Tja. Ja, Schluss jetzt, Mutter! Gute Taten gehen einfach zu sehr unter. Zu wenig unter. Entschuldigung. Also, gute Taten werden einfach zu selten zu hoch gehoben. Es gibt schon die eine oder andere Möglichkeit, aber es überwiegt in den ganzen Nachrichten immer das Schlechte. Da ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße, alles ist scheiße, die Welt geht unter. Na, immer diese Untergangsstimmung überall. Ja, kommt! Ihr kriegt, was ihr verdient! So. Und was ich schön finde, dass meine Handlungen. Du hast den Schatz nicht angesetzt. Das wollte ich nicht, aber ich mach dieses Schwein an nur kalt. Dass meine Handlungen das Spiel so beeinflussen. Genau. Diese aggressive Haltung wird halt 1:1 wiedergegeben. Schön. Das war
ziemlich beeindruckend, aber ja. Du solltest dich ein wenig beruhigen. Ich sollte mich beruhigen, warum? Spaß daran. Die Strömung nimmt zu, weil wir aus der Schlucht raus sind. Ja, es ist leider so. Und überlass sie mir. Nicht schlecht, Kleine. Die Armbrust ist wie für dich gemacht. Nein! Es war so klar. Was ist geschehen? Joseph ist tot! Geh wieder rein und pass auf Hugo auf! Ach, ihr wollt also entern? Haha, nix hier, mein Freund. Oh, ich krieg eine neue Waffe. Sie haben uns! Ich muss das Boot befreien! Hör auf! Sie werden dich töten! Nö. Sie nö. Ha, ich habe neue Spielzeuge, Leute. Lasst meine Familie in Ruhe! Spectre! Ich bring euch alle um! Neue Angriffsfertigkeit. Gezielter Stoß. Drücke I, um mehr zu erfahren. Ja, geil! Amnesia-Umgebung, wodurch sie Gegner im Nahkampf von Feuer oder Ratten hineinstößen und sofort töten kann. Ja, geil! Endlich. Das ist gut. So. Ja, denn der Mensch ist mehr geprägt durch negative Erinnerungen als durch positive, was durchaus absolut traurig ist. Okay. Mir gingen die Pfeile aus. Da musste erstmal dahinter kommen. Lass meine Familie in Ruhe! So, komm! In Deckung, schnell! Angriff! Geht auf das Mädchen! Die anderen kriegen wir später! Du glaubst, du kannst dir alles erlauben, hä? So. Okay. Ach komm. So. Synchronsprecherin macht echt einen guten Job. Ja. Also vor allem, dass sie das so gut anpasst. Und ich denke mal auch, dass die. Lass meine Familie in Ruhe! Dass die nach der Entscheidung, wie du dich verhältst, halt einfach. Die anderen kriegen wir später! Du glaubst, du kannst dir alles erlauben, hä? Gehen. Von daher. Wenn du dich halt jetzt nicht so aggressiv anstellst wie ich. Dann. Ah, guck mal, da gibt's nochmal Gratis-Pfeile. Für wen hältst du dich? Ich schnitz dich auf! Ich echt? Stopf dir dein Maul mit deinen Eingeweiden! Los! Ihr werdet doch mit einem Mädchen fertig! Ja, kommt! Ihr könnt was erleben! Ach komm. Ah, der Bogenschütze da oben geht mir tierisch auf den Sack. Lass meine Familie in Ruhe! Sie kommen! So. In Deckung, schnell! Wir werden es heute noch hinkriegen. Die anderen kriegen wir später! Du glaubst, du kannst dir alles erlauben, hä? Ja, klar. Also es ist schön, dass die Armbrust so schnell reagiert, wenn sie mal durchgeladen ist. Wo ist euer Anführer? Wo ist dieser Anno? Komm und kämpf! Was? Ich
hasse es, dass die immer den ersten Schlag kriegen. Du kannst noch so oft deine Maustaste direkt bereithalten, dass sie zuschlagen soll. Macht sie nicht. Sieht sie nicht ein. Mein Fehler war, ich habe mir eine Headshot versucht zu verpassen. Lass meine Familie in Ruhe! Das muss in den Magen gehen. Geht auf das Mädchen! Die anderen kriegen wir später! Du glaubst, du kannst dir alles erlauben, hä? Ja. Vorwärts! Sie ist allein! Wo ist euer Anführer? Wo ist dieser Anführer? So. Komm und kämpf! So. Das muss in den Magen gehen. So, jetzt aber schnell, jetzt aber schnell, jetzt aber schnell. So. Für wen hältst du dich? Für Gott. Ich stopp dir dein Maul mit deinen Eingeweiden. Los! Ihr werdet doch mit einem Mädchen fertig. Ja, komm, ihr könnt was erleben. Ja, ja. Nicht nachlassen! Muss ihn erledigen! Ich töte sie alle, Arno! Ich bringe es zu Ende! So. So, das Problem ist, dass der sehr weit weg ist. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir da ziemlich schnell. Deswegen sieht er nichts mehr. Aber er sieht mich leider dennoch. Okay, da kommen wir nicht hoch. Okay, komme ich mit der Schleuder an dich ran? In your face. Das Boot. Ich muss die Seile kappen. Jupp. Bin doch schon unterwegs. Ich hätte gern Pfeile. Kann ich die irgendwie selber herstellen? Und wir kriegen Besuch. Pass auf. Drei, zwei. Genau. Na, was willst du jetzt tun? Nein! Ich bin hier. Zeig mal, wie du gegen meine Rüstung ankommen willst. Tja. Warum es ist aussichtslos. Lauf! Du wolltest doch, das dass Boot. Ich komme. Häng ihn erst ab, dann zu den Seilen. Schau dich an, so unvorbereitet. Du bist gut getötet. Das muss ich dir lassen. Aber ja. Jetzt? Nein! Nein, nein! So, was will denn der mit seiner schweren Rüstung jetzt machen? Wer tötet, muss bereit sein, getötet zu werden. Nur fair, oder? Hat er irgendwo recht, aber wenn man sich viel herausnimmt, nur um sein komisches Recht durchzusetzen, ne. Vielleicht taucht er wieder auf. Ich kann es schaffen. Ja, schrei noch ein wenig rum, dann hört er dich auch überhaupt nicht. Ja. Na, netter Ausblick. Nein, nein, fahr zur Hölle! Was ist los? Ich dachte, du wolltest sterben. Naja, ich wollte dir die Himmel auf Erden bereiten. Versteck dich, das passt zu dir. Ich kriege dich sowieso. Ja. In Sicherheit. Erstmal atme. Seh zu, dass ihr sie findet. Wo willst du hin? Ich schnapp mir ihre Familie, damit lock ich sie raus. Nein. Dreckskerl! Okay. Oh, habe ich das Gefühl, dass ich hier gleich Rattengesellschaft krieg? Machen wir es kurz, Mädchen! Komm raus! Ich tu dir nicht weh! Ehrlich! Ich muss vor ihm beim Boot sein! Schneller, verdammt! Halt ihn auf! Und dann nimm was jetzt! Oh Mann.
Ich finde hier rein gar nichts. Also, okay. Dass du nichts findest. Hier ist nichts. Ich. Hier drüben! Ich weiß, dass ihr das wart. Endlich hab ich euch. Ah ja. Und weg. Nein! Da! Mir. Schnell auf! Ich bin doch schon da. Ich bin zu weit weg. Nein, rühr sie nicht an, sonst... Nico, Lukas, ach, komm. Schneller. Schnapp sie! Kann ich nicht durchbrushen, oder? Ja. Ja, genau. In dem Moment, wo ich lossprinten will, kommt ein Scheißpfeil von oben. Alles klar, kein Stress. Kein Stress. Kein Stress. Okay, ich darf nicht entdeckt werden, weil ansonsten wird es hier ein richtiges Happy Tree Friend treffen. Das Mädel ist hier irgendwo. Seh zu, dass ihr sie findet. Wo willst du hin? Ich schnapp mir ihre Familie. Das Problem ist... Nein, Dreckskerl! Den anderen müsste ich eher durch Pfeile töten, weil das ist ja wieder so ein Helm. Ich habe leider kein Material, um Pfeile herzustellen. Noch nicht. Ich habe keine Tontöpfe, dass ich sie beide zusammen festhängen kann, um sie zu verbrennen. Machen wir es kurz, Mädchen. Komm raus. Ich tue dir nicht weh. Ehrlich. Ich muss vor ihm beim Boot sein. Schneller, verdammt. Halt ihn auf. Und dann nimm was jetzt. Nichts. Mhm. So. Also den klar töten. Die Bastarde sind weg. Wo ist der andere? Er hat nichts bekommen. Sehr schön. Schwefel. Das Problem ist, ich kann ihn nicht wirklich entzünden. Also ich könnte ihn schon entzünden, aber das Problem ist halt, wir sind im Wasser. So, das heißt... Hat er nicht mitbekommen, okay. So, erwischt. So, wo kommst du hin? Wo gehst du lang? Muss schauen, dass ich an dir vorbei sneaken kann, wenn du hier hinten rumlatscht. Wenn ich dich nicht töten kann, dann muss ich schauen, dass ich an dir vorbeischleichen kann. Genau, wo ihr seid. Ich komme. So. Hey, wach auf.
Ja. Gut. Nein! Da! Schnell lauf! Hä? Da! 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 Ach komm! In dem Moment, wo sie sagt, schnell lauf, bin ich tot. Und ich habe keinen Kontrollpunkt erreicht. Das heißt, ich muss die ganze Scheiße nochmal machen. Okay. Das heißt, die ganze Arbeit war ziemlich umsonst. Wo willst du hin? Ich schnapp mir ihre Familie, damit lock ich sie raus. Nein, Dreckskerl! Na komm. Machen wir es kurz, Mädchen. Komm raus. Ich tu dir nicht weh. Ehrlich. Ich muss vor ihm beim Boot sein. Ah! Schneller, verdammt. Halt ihn auf. Und dann nimm was jetzt. Tod. Der Mörder ist sicher noch in der Nähe. Ja. So. Ich hab trotzdem keinen Bock mit denen zu kämpfen. Also locken wir ihn wieder weg. Ich finde es so gemein, dass du die halt nicht so einfach töten kannst und du kriegst halt jetzt keine Pfeile oder so, die dich irgendwie unterstützen würden. Das ist dann schon ein bisschen traurig. Wenn ich euch in die Finger kriege. Mhm. So. So. Okay. Gott, bist du schwer vom Begriff. Ist jetzt doof oder was? Na komm ran. Welche Richtung gehst du jetzt? Lauf doch. Ich bin zu weit weg. Nein, rühr sie nicht an, sonst... Vico, Lukas, schneller! Schnapp sie! Ah, guck mal. Kein Schritt weiter. Ha. Oh, genug gespielt für heute? Ja. Ich zeig dir ein Spiel. Sonst seid ihr auch dran. Wir müssen ihr helfen. Letzte Lektion. Wenn du das Risiko suchst, musst du besser sein. Vico! Na, sieh mal an. Verstärkung. Yep. Und zwar, was für welche, du? Ah, er kann sie kontrollieren, der Freund hier. Ach wie, war klar.
ruhig, sie sind weg. Du wirst doch nicht sterben. Nein. Mm-mm. Komm zurück, wir haben nicht viel Zeit. Ja doch, wir haben es geschafft. Was hast du vor? Amicia! Ami! Ah. Amicia, was tust du? Was tust du da? Tja, wir gehen auf die Insel. Ja, Mutter, gegen eine Bruder-Schwester-Bindung, die funktioniert, kommst du halt nicht an. Weiß, wenn wir in See stechen, nur du und ich, ja. Finden wir deine Insel.